Servus und willkommen zu Forts. Wir sind wieder im 1v1 Ranked auf der wunderschönen Map Desert Runes. Die Commander seht ihr wie gewohnt unten eingeblendet und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Game. Wir sehen auch ganz standardmäßig bei uns, die dritte Mine kommt, die Turbine wird gesetzt und jetzt sparen wir ganz kurz für unsere Tech. Der Kollege hier drüben baut erst die Mine, dann seine Tech und abschließend die Turbine. Klar, Energie am Anfang ist nicht so wichtig, er geht auf die Werkstatt. Wir haben uns hier für die Waffenkammer entschieden. Und momentan, ja, passiert eigentlich gar nichts. Wir haben beide unseren Grundgunner verkauft. Ich habe hier unten diese Boxen reingezogen. Einfach ein bisschen als Schutz für den Kern. Und er geht direkt nach unten und connected mit einer Node. Habe ich anfangs auch gemacht, ich weiß aber nicht, ob ich das weiter so verfolgen soll. Klar, wenn ich schnell expandieren will für die Minen unten, ist das richtig gut. Ansonsten weiß ich es nicht genau, weil da sind relativ viele Ressourcen, die flöten gehen für quasi nichts. Und wir sehen es, er hat hier unten verbunden und geht direkt auf T2. Er hätte das Geld auch sinnvoller anlegen können. Bei uns, wir haben erstmal einen Sniper gesetzt, sind hier langsam nach unten expandiert mit den Boxen so groß, dass wir unsere EMP-Werfer reinsetzen können. Und es kommt bei ihm hier unten die vierte Mine, während er darauf wartet, dass seine Tech durchläuft. Und die zweite Turbine. Wir machen unseren Sniper jetzt frei und testen mal das Hintergrundholz an. Und wir sehen, da ist nichts. Gähnende Leere, nichts. Auf der anderen Seite, der erste EMP-Werfer ist bereit. Da ich gemerkt habe, dass der ja nichts hat, habe ich einfach ohne Tür, ohne alles, ja, einfach so gelassen, geschossen. Erfolgreich auch, nichts getroffen. Hätte eigentlich hier hochgehen sollen, aber never mind. Der nächste kommt, hittet ein bisschen sehr hoch, allerdings eine Mine konnte ich rausnehmen, war in Ordnung für mich. Wir bauen hier ebenfalls unsere vierte Mine und bereiten den Spot vor für die zweite Turbine. Jetzt hier unten den Gunner rausgenommen und die Mine deaktiviert. War für mich vollkommen in Ordnung und seine T2 ist durchgelaufen. Die ersten Gunner sind fertig und wieder die Mine deaktiviert. Jetzt mit meinem Sniper für die Gunner angefangen zu aimen, allerdings der oben ist gut geschützt, nur der unten ist frei und der ist auch, ja, hinüber. Jetzt nochmal mit der EMP. Wieder hier unten die Mine deaktiviert und den Gunner weggeholt. Wir sehen es auch, er repariert die Mine, das ist sauteuer und in dem Moment produziert die einfach kein Metall. Das heißt, er hat zwar seine T2, allerdings kann nichts mitmachen und hier durch die Buzzsaw verlieren wir beide EMP-Werfer plus die Verbindung nach hier unten, was alles in allem saubitter ist. Doch gleichzeitig, ihr seht, läuft bei uns jetzt die T2. Wir haben uns für die Munitionsfabrik entschieden. Hier die Laserfabrik. Ich bin da echt kein Fan von. Das habe ich mal mit Firebird gemacht, weil ich einfach wirklich absolut ahead und überlegen war. Aber ansonsten bin ich kein Fan von. Jetzt bauen wir etwas breiter und gecrosswooded die Verbindung nach unten auf, sodass wir die Mine wieder haben. Und es steht 4 Minen und 2 Turbinen zu 4 Minen. Die 5. ist im Bau plus 2 Turbinen. Nur mit dem Unterschied, unsere T2 ist jetzt erst zu 3 Viertel durch. Wobei ihm bereits der erste Firebeam kommt. Er hat nochmal seine Gunner replaced, eine Buzzsaw gesetzt. Doch das soll uns aktuell nicht stören. Wir sind oben gut geschützt mit Metallen, also da ist die Buzzsaw relativ ineffizient. Eigentlich macht es am Metall keinen Damage. Er schießt nochmal rein. Es langt nicht zum Durchschneiden, dafür ist es zu dick. Und auch bei ihm läuft die 5. Mine.
während bei uns die T2 durchgelaufen ist. Wir verstärken das Ganze nochmals hinten, einfach um sicher zu gehen, dass es wirklich schnell durchbricht. Und jetzt geht er mit dem Firebeam auf unseren Sniper, der auch hier ganz easy rausgenommen wird. Wir bracen den guten Freund und bei ihm, ich weiß nicht, warum er seine Gunner noch behält, der müsste eigentlich wissen, dass wir keine EMP mehr haben oder irgendwas in der Art. Hat er einen Spot hier auch vorbereitet für den nächsten Laser, während wir hier noch oben verbunden haben für einen zweiten Sniper. Und das, ich glaube, das wird auch nochmal ein Firebeam. Wir nehmen unsere Fähigkeit. Ich habe die aktiviert in der Hoffnung, dass er schießt, weil durch die 100% reduzierte Nachladegeschwindigkeit hätte ich den Sniper rausnehmen können. Wie auch geschehen, der Sniper hier oben nimmt den Laser hier unten raus. Es lief wie geplant. Wir haben eine Gefahr weniger auf der Map und der gegnerische Core hat schon mal Damage gekriegt. Bei uns läuft jetzt hier die 20mm und ihr seht, er beginnt jetzt schon Energietore einzuziehen. Klar, gegen so ein Energietor macht die 20mm halt gar nichts. Während wir auf unsere 20mm warten und nach unten weiter expandieren, ist bei ihm bereits der nächste Firebeam ready. Und hier unten kommt nochmal ein EMP-Werfer rein. Und er macht es uns gleich. Er connectet auch nach hier unten. Die dritte Windturbine für uns, bei ihm ebenfalls 3. Er hat es hier eigentlich ganz schön gemacht, ohne eine weitere Note zu setzen. Wir haben hier mit dem Seil gearbeitet. Wir haben es alles ein bisschen minimalistischer gearbeitet. Und jetzt aim ich mit dem Sniper für den Spot da unten. Da ist aber nur eine Windturbine und sein Firebeam schickt einen Gruß. Wir wollten das mit der EMP beantworten, doch die Gunner meinen nö. Und haben jetzt gemerkt, dass er da oben laut Energieschilder hat. Mit der EMP konnten wir das auch easy deaktivieren. Müssen es nur noch so timen, dass die EMP einschlägt mit Follow-up von der 20mm. Nochmal eingeschlagen, nochmal deaktiviert. Einfach um ihn zu nerven. Wir haben hier unten noch 2 Gunner platziert. Ich hatte irgendwie Angst, dass, warum auch immer, Rockets kommen, eine Nuke, Schwammraketen, eine Haubitze, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, ich habe mich mit diesen beiden Gunnern hier unten sicherer gefühlt. Und während er hier unten seinen Gunner-Schnuddel erweitert, gehen wir hier oben für die Werkstatt und arbeiten mit dem oberen Sniper jetzt die Gunner hier unten ab, während er seine Verteidigung hier oben weiter ausbaut, so dass die EMP, selbst wenn sie connected, die Energieschilde nicht deaktiviert. Mit der 20mm komplett ins Leere geaimt. Ich dachte mir, wenn er irgendwo noch Waffen aufbauen will, dann muss das ja hier in dem Spot sein, weil hier oben ist eine Death. Allerdings, hier unten ist gar nichts. Und mit dem Sniper nochmal die Gunner hier unten bearbeitet. Das ist alles nochmal Geld, was er nicht hat. Und so konnten wir uns dann nach und nach einen kleinen Vorteil rausspielen. Die 20mm ist wieder durchgeladen. Und wir haben hier unten beide Minen erfolgreich weggeholt. Ich dachte mir, wenn ich hier oben nicht drankomme und hier in der Zwischenebene nichts ist, da hole ich mir da unten die Minen wenigstens weg. Weil das waren jetzt 600 Metall und 4000 Energie, die zerstört wurden. Plus, er bekommt weniger Einnahmen. Also für uns war es auf jeden Fall worth. Hier kommt auch unsere Buzzsaw. Und jetzt aim ich nochmal unten für den Spot. Holen die Windturbine raus. Und ja, er verharrt auf diesem einen Laser. Und ich denke mal, er hat ein Problem mit seinem Metall.
Die Bassa schneidet hier auch durch, allerdings kein größerer Schaden entstanden. Ich müsste gucken, dass ich hier oben reinschneide. Und ja, momentan haben wir, was die Waffen angeht, das Heft in der Hand. Doch wir haben momentan nichts, um ihn wirklich zu finishen. Auf der anderen Seite, wir haben zwar hier diesen Firebeam, allerdings ist das jetzt auch nichts, wo ich sage, ich werde daran sterben. Wir aktivieren die Fähigkeit einfach, um unsere Nachladezeit zu verringern. Und ihr seht, die 20mm ist schon wieder ready. Doch es ist hier einfach weiterhin nichts da, wo ich beschießen hätte können. Was etwas frustrierend ist, mit seinem Firebeam jetzt doch mal auf den Spot von der Buzzsaw geaimt, allerdings war die gar nicht mehr da. Und ihr seht, wir haben auch erweitert mit 3 Batterien und 2 Erzlagern. Die 4. Turbine kommt, die Buzzsaw wird replaced und wir aimen jetzt nochmal oben rein, doch die Energieschilde sind weiterhin da. Und bei ihm läuft jetzt hier oben ein Plasma-Beam. Der kann auch schon eher gefährlich werden. Doch bis der fertig ist, dauert es noch eine ganze Weile. Bei uns wiederum, wie gesagt, die Buzzsaw ist am Bau. Die ist jetzt auch fertig. Und hier kommt unsere Antwort, die Haubitze. Damit können wir dem Woodspam ein Ende bereiten. Haben auch hier erfolgreich die ganzen Gunner einfach weggeschnitten. Der Sniper musste gehen, der hatte dringende Verpflichtungen, der dürfte nicht länger raus zum Spielen. Und ja, ihm fehlt jetzt die Anti-Air. Jetzt hätte ich eigentlich mit der 20mm rein, mit der EMP reinhalten können. Haben ihm dafür mit der 20mm nochmal die Mine unten weggeholt, mit der Buzzsaw nochmal den Fuß gestutzt hier unten. Und er sieht's ja, er hat gesehen, dass da die Haubitze ist. Und aimt auch mit seinem Laser dafür. Ich habe mir noch gedacht, warum weiß er das denn? Das war bestimmt nur Lucky. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Mit der Buzzsaw nochmal unten Richtung Fuß geschossen. Wo auch die 20mm reinhält. Weil wenn ich hier oben nicht rankomme, dann zerstöre ich hier unten eben die Minen. Das war jetzt schon die 4. Mine im Spiel, also das ist echt schweineteuer. Der Gunner hat sich selbst umgebracht. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und hier ganz unglücklich ging der eine Schuss hier oben drauf, sonst wäre auch der Laser hier weg gewesen. Auf der anderen Seite, hier oben, der Plasma Beam ist ready und die EMP fliegt genau durchs Nichts. Das ist einfach saubitter gewesen. Wir aktivieren die Fähigkeit, einfach um die Nachladezeit zu reduzieren. Die nächste EMP kommt, disconnected, auch diesmal den Firebeam und die Haubitze schicken Gruß. Schöner Splash Damage, ordentlich Schaden gemacht und mit der 20mm auf den Spot vom Firebeam geaimt. Und die EMP geht wieder ins Nichts, der Firebeam von ihm hier unten rein auf die Minen. Ist ärgerlich, doch vollkommen in Ordnung. Und es kommen noch mehr Gunner, weil ich hatte panische Angst, dass hier unten ein Nuke sein könnte. Die Haubitze connected richtig schön satt. Und auch die Energieschilde bringen ihm nichts mehr. Plasma Beam Richtung 20mm. Ich feuer das gute Ding ab, bevor ich die Tore schließe, also ersetze. Kann ihm damit auch den Firebeam rausnehmen. Und ja, alle Möglichkeiten haben jetzt wir in der Hand. Die Haubitze ist ready, schickt den nächsten Gruß, connected wieder satt und sein Holzkonstrukt hier vorne schwindet immer weiter. Mit dem Plasma Beam wieder auf die 20mm geaimt, hat es auch berührt, ihr seht, da kam es zum Kontakt zwischen Plasma Beam und 20mm, allerdings zu keinem tödlichen Kontakt. Mit den Gunnern reingehalten, da ich wusste, dass ein Teil der Gunner hier ungedeckt ist. Einer geht auch.
die Haubitze ausgewählt, wieder feuerfrei. Diesmal kann sie rausgenommen werden, wäre ein schöner, satter Treffer geworden, aber hat nicht sollen sein. Der Plasma-Beam, er war so arm, er hat ja vorher noch Vordergrundholz gehabt, darum ging es nicht mit Feuern. Erlaubt uns, Vordergrundholz zu setzen und nochmal die Türen zu replacen. Jetzt wird mit dem Sniper gearbeitet, die Gunner müssen weg, wenn die Haubitze irgendwann connecten soll. Drei Gunner sind weg und jetzt muss es einfach reichen. Ausgewählt, feuerfrei. Doch er hat mit dem Plasma-Beam gut abgepasst und den Howie-Shot in der Luft einfach weggeschnitten. Die Buster von ihm schickt einen Gruß und unsere EMP geht. Die hat keine Lust mehr, die musste wieder Sniper ganz dringend nach Hause. Mit der 20mm reingehalten, hier unten in den Spot gut rausgeholt. Glücklicherweise war die mal akkurat geaimt und die Haubitze hat nachgeladen und er hat nur einen Gunner. Oh, waren zwei. Allerdings, die connected so gut, da ist Feierabend. Der Kern hängt frei, der Sniper schießt, der schreibt's auch GG. Und was soll ich sagen? GG! Ja. War ein schönes Match, finde ich. Man hat alles gehabt. Tränen, Freude, Enttäuschung. Es war alles dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, in der Beschreibung findet ihr einen Link für die Playlist und für die Guides. Ansonsten habt einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!